Ein heftiger Sturm sorgt für einen Millionenschaden, zerfetzt superteure Rennkatamarane. Schock beim Segel-Grand Prix in Sydney. Ein heftiges Unwetter fegt über die australische Stadt und richtet an der Rennflotte der Teilnehmer schwere Verwüstungen an. Zu sehen ist, wie der Sturm immer stärker wird. Der Wind droht, Segel und Katamarane in die Luft zu heben. Wie es scheint, kann ein Segel noch in Sicherheit gebracht werden, ein anderes aber steckt noch auf dem Boot fest. Von oben ist es zusätzlich von einem Kran fixiert. Mehrere Menschen versuchen, den leichten Katamaran in Sicherheit zu bringen, doch der droht wegen des starken Windes abzuheben. Die Menschen bringen sich aus Angst vor umherfliegenden Trümmern in Sicherheit. Sekunden später gewinnt die Natur, das Segel kracht ins Zelt. Zelt und Segel werden zerfetzt und auch das Boot crasht hinterher. Der Schaden ist enorm. Die Katamarane sind Teil des Segel-Grand Prix, quasi die Formel 1 im Segelsport. Mit bis zu 100 Sachen in der Stunde fetzen die hochmodernen Boote normalerweise über das Meer. Ein solcher Katamaran der sogenannten F50-Klasse kostet mehrere Millionen. Wegen des Sturms wird der zweite Renntag in Sydney abgesagt. Personen werden beim heftigen Sturmcrash der Rennsegler zum Glück nicht verletzt, nur die teuren Hightech-Boote demoliert.